Im Machfelderhof wurde wieder gefeiert, und zwar der 60. Geburtstag des neuen Chefs Peter Grossmann. Seit dem Tod von Gerhard Boczek vor über 2 Jahren steht er ganz vorne. Ist noch immer schwierig. Ich bin nicht der Typ. Dass ich auf der Bühne stehe, es ist nicht meins, und ich glaube, es wird auch nicht meins werden. Das, was ich wirklich bewundernswert finde, ist, dass er seine eigene Persönlichkeit einbringt auf seine unnachahmliche Art, ganz anders ist und trotzdem perfekt ist. Zum 60er gratulierte jetzt die gesamte Machfelderhof-Familie. Ich habe, glaube ich, 3 Hochzeiten hier gefeiert. Und eine Nämlich Taufe, deine? Ja, und eine Taufe. Wie viele Hochzeiten wären es noch? Ich befürchte nicht einmal mehr eine. Gott sei Dank. Der Peter und ich waren zusammen in der gleichen Schule und in der gleichen Klasse, und wir waren Sitznachbarn. 30 meiner Mitschüler aus dieser Klasse sind jetzt heute hier und feiern den Peter. Genauso wie sein erstes Enkel, der 3-jährige Vinzenz. Ein wirklich ganz ein lieber Bub, der vielleicht einmal doch in meine Fußstapfen treten wird. Er schaut sehr glücklich aus, es gefällt ihm, er hat bereits die Geburtstagstorte besichtigt. Und da hat er eine riesengroße Küche gesehen zum ersten Mal heute. Und also mein Ziel ist es schon eigentlich, dass er der Boczek-Grossmann-Familie wird in Zukunft.